Hi Leute, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir haben es im letzten Part auf den Weg nach Meridian gemacht und sind auch schon fast da. Wir sind schon im Sonnenkriegerland. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Ich habe das schon viermal gesehen. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Wollen wir den Worte von so, Bauer Händlerlein, was hast du denn? Händlerlein. Du müsstest auch diese Schattenwaffen haben, oder? Genau. Hier diese eine Kugel, 188 Damage, Alter. Was dieser Rassler ist, weiß ich nicht. Was soll das sein? Geh mal hoch zu dem normalen. Ach, so eine Art Mini-Armbrust, okay. Uni, Schätze. Hier wieder eine Gratisprobe, nehmen wir die mit. Kein Kartstuff, schade. Ich dachte Meridian. So. Also genug Platz haben wir auf jeden Fall, dass wir die andere Waffe nochmal kaufen könnten. Paar Schnellreise, das ist gut. Denn die Schnellreisedinger werde ich brauchen. So, wohin verteilen wir denn jetzt noch was? Eigentlich müssten wir auf dieses Abschlagen von Bauteilen noch was machen, dieses Niederschlagen und Zurückschlagen. Aber ich will ja eigentlich hier irgendwo, was war denn das? Genau, mit dem hier stellt man mehr Munition her, wenn man das gelernt hat. Und mit dem kann man die Teile wieder aus Waffen rausnehmen. Dann müssen wir das und das, das heißt, es sind 9 Punkte. Wäre offen für alle Kater. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Okay, dann holen wir uns mal. Kostet die Sprengschleuder, aber macht auch 125 Damage. Aber wir holen uns mal die Waffen einfach, damit wir die schon mal einmal haben. Okay, und wir kommen auch Tutorials dafür. Kaninchenknochen, okay. Wunderbar. Jede Minute hier kostet mich gute Scherben. Schnauze. Kann man immer nur 4 Sachen gleichzeitig ausrüsten? Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagt, Ja, er sagt, komm mal vorbei, da können wir Knickknack machen.
das mal weg. Und die Stolperfalle mal weg. Er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Ja. Können wir nehmen? Die Stadt ist abgesperrt, wegen des Mordes. Und das Ding hier. Ich behalte dich im Auge, Fremdling. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Okay, der schießt immer 5 Pfeile anscheinend. Dann nehmen wir doch das Ding, was richtig Schaden macht. Und erweitern es später. Meine armen Füße. Der sieht nicht gerade glücklich aus. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Easy. Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich! Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ich, hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung, mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich.
Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob's das besser macht? Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache, kein Stadtsteuer. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Guter Mann. Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Rache für Ersa! Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Die Blut für Blut! Rache für Ersa! Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr, warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Lul. Mögest du leichten Schrittes unterwegs sein. Okay, wie kommen wir da rein? Ja, das das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Easy. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Dann suchen wir mal weiter. Liegt hier ein Schlüssel? Nö. Gehen wir hier weiter? Nein. Lass gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Ah, okay. Sie will es einfach runterwerfen. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt nur ein kleiner Schubser.
Lol. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Versehen. Ups. Er ist natürlich schon unten. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, das werden wir dann mitmachen, auf jeden Fall. Und jedes Verlangen, genau das Richtige zu bieten. So. Und hier suchen wir jetzt erstmal die ganzen Händler auf. Nein, ich bin wach. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind?
Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt, immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Okay, Belohnungskiste 1, 2 und 3. Ach, hier habe ich schon 2 davon. Okay. Spezialobjekte, die Karten sind das wieder, ne? Genau. Wird gekauft. Ne, Moment. Nee. Die haben wir schon. Nee, hä? Doch, das überall sind. Jetzt geh du nur auf die Robust. Weit gereicht. Und da war auf jeden Fall so ein Beutelsymbol, dass man das halt schon hat. Oh ja, ich möchte mit dir reden. Ja. Genieße deine Reise. Was sehen meine müden Augen da? Okay, das ist eine Jägerin. Eine Quest, komm, die unterhalten wir uns. Direkt anwählen brauche. Du hast auch nur den Stuff, ne? Ja. Das Gratis-Ding mitnehmen. Da ist noch Loot. Du da, kannst du mir helfen? Du mit dem zweiten Gesicht, du musst mir helfen. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens,
Ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay, dann haben wir jetzt da auch nochmal so eine kleine Nebenquest. Aber die werde ich halt nicht in den Videos zeigen. Wir gehen jetzt einfach hier ganz in Ruhe mal die ganze Stadt ab, gucken uns die mal so ein bisschen an. Ich glaube, man kann hier auch eine Spezialquest annehmen, damit der Speer stärker wird. Okay, hier kriegt man die Sachen von den Tieren. Hast du einen Augenblick, Fremde? Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Ah! Belohnungskiste, wenn man halt die Metallblumen gefunden hat. 10, 10, 10, okay. Spezialobjekte. Auf Wiedersehen. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Das sind halt diese Metallblumen, die auf der Map markiert waren. Diese Dinger hier. Okay, dann nee, danke. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Jetzt entscheid dich doch mal, du dumme Anzeige. Okay, es gibt hier schmutzige Korb Klein.
Was ist das? So. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Tauschobjekte. Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Fertig? Lass uns handeln. Okay, gibt's auch wieder Belohnungstruhen dafür. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Du da, Fremde, handelst du mit Relikten? So. Und jetzt... beenden wir das mal hier. Und... hören uns dann wieder im nächsten Part. Ciao, Leute.